thinking back. Drop the classic. To establish. Let's go. Let the magic. It's all the magic. Gewöhnung, dass wir auch den Kunstrasen gewohnt werden. Viele von euch sind ja schon lange Zeit nicht mehr hier oben gestanden. Von dem her kommt es gut in die Ballgewöhnung. Schaut euch das an, schaut euer Schuhmaterial, dass es dementsprechend für morgen dann passt. Die Jungs waren sicher nicht happy darüber, dass wir auf Kunstrasen spielen. Also wenn sie die Wahl hätten, würden sie immer einen Rasen wählen. Wir haben das aber jetzt auch nicht groß thematisiert, sondern das, so war die Situation. Und das muss man annehmen. Ich finde, die Jungs haben das auch gut gemacht. Da rechts, da links. Die Leute, die dran sind, maximaler Fokus, maximale Technik. Machen wir jetzt. Ich denke, wir brauchen mehr Leiber. Also. Dings, also jetzt kommt der Schmidt. Rausspielen. Wir sind halt am Vortag nach Vorarlberg gefahren, 4 Stunden. Und am nächsten Tag in der Früh dann nach Bern. Flauschen. Müssen schnell rauf. Ja. Rein. Hast du Nullermaschine mit? Was? Hast du Nullermaschine? Wo wichtig, schau mal nach an, Bro. Ja, ich hab 2, Bro. Wow, wow. Ja, ja. Ohne Koffer. Na Spaß, ist unten. ja, also man hat gleich gesehen, dass von ein paar Spielern die Seiten jetzt nicht so frisch waren. Und wir haben einen Friseur bei uns dabei, der ist Sebastian Leitner. Das ist gut. Das ist gut? Das ist gut. Das ist super, ey. Bern war eine sehr spezielle Situation. Wir sind dort schon 2 Tage früher hingefahren. Das heißt, die Abläufe waren anders. Müssen wir richtig da sein. Wer hungriger ist auf den Erfolg, der wird es am Ende erholen. Okay? Hier in der Birne, aber vor allem auch im Herzen, wer es mehr will. Okay? Bisschen rutschig. Wir müssen aufpassen auf jeden Fall morgen. Gemeinsam raus. Satz vom Start weg, voll da. Haut's Bern weg und holen wir uns das verdammte Ticket ins Achtelfinale. Let's go! Wir haben auf jeden Fall gewusst, dass es kein leichtes Spiel wird. Und wir haben es auch in der ersten Halbzeit gesehen, dass sie auch gut dagegen gehalten haben. Und ja, haben uns dann leider in der ersten Halbzeit dann 1-0 bekommen und waren nach 1-0 Rückstand.
Die Freude nach dem Bärenspiel und nach dem Sieg in letzter Minute war natürlich riesig. Wir sind mit dem Ziel dorthin gefahren, dass wir das Spiel gewinnen. Ja, Jungs, geil, Alter! Geil! Ah, ja! So ein Spiel schreibt dann oftmals die eigene Geschichte, unabhängig der Planung vorab. Und das war natürlich eine spezielle Geschichte. Vor allem, wenn man nach dem 0:2 so zurückkommt. Und das, was man in sich trägt und die Überzeugung und den Glauben, den man hat an sich, das sich dann auch noch so im Ergebnis ausdrückt, innerhalb der regulären Spielzeit. Das war uns nämlich wichtig, dass wir nicht ins Elfmeterschießen kommen, sondern dass wir es in den 90 Minuten entscheiden. Bravo, bravo! Welcome! For the draw for the 2022-23 UEFA Youth League Round of 16, we have Real Madrid CF, FC Salzburg. Zum Zeitpunkt der Auslosung war ich in Brasilien. Ich habe es trotzdem live verfolgt und kenne die Mannschaft von Real Madrid. Ja, Real Madrid war sicher nicht der einfachste Gegner, den man gelost bekommen hat. Sie sind einer der Top-Favoriten auf den heurigen Titel, haben in der Vorrunde noch kein Spiel verloren, haben auch in der Meisterschaft heuer noch kein Spiel verloren. Deswegen haben wir gewusst, dass wir einen sehr, sehr guten Tag brauchen, dass wir einen guten Matchplan brauchen und dass wir vor allem mental bereit sein müssen, voll da zu sein und ja, alles reinhauen müssen, wenn wir dort bestehen wollen. Viele gute Situationen dabei, noch so einen langen Tag, bewusst kurz geraten. Ja, das nächste ist ein Solo von mir. Du kannst vom Platz nach innen drum. Oh!
Also ich muss sagen, dass nach dem Spiel bei mir eigentlich natürlich war schon sehr enttäuscht, muss ich sagen. Weil es auch mein letztes Jahr generell in der Jugendliga ist und ich eigentlich die Chance da nicht mehr haben werde. Wir haben schon gewusst, das wird kein leichtes Spiel, weil wir haben auch gewusst, die spanischen Spieler, man kennt sie auch, spielen gern Fußball. Und ja, man hat auch gemerkt, was für Qualität die am Platz haben. Fakt ist, das Leben geht weiter. Wir sind aus kleinen Salzburg zu Real Madrid gefahren. Es gibt Schlimmeres im Leben, wie da auszuscheiden. Und trotzdem ist es geil, dass wir alles genauso einen Anspruch haben, dass wir da herfliegen und wollen und daran glauben, dass wir es können. Mal einen guten Tag kennen wir das Jungs. Okay? Also halt traurig sein, Köpfe hochrichten. Abschließend glaube ich, kann man festhalten, dass das keine unerfolgreiche Youth League-Saison war. Es war mit den Gegnern Chelsea, AC Milan, Dynamo Zagreb, Real Madrid durchaus namhafte Gegner dabei. In einem K.O.-Spiel entscheiden Kleinigkeiten und in diesem Spiel waren die ganz klar auf Seite von Real Madrid. Aber wir werden wiederkommen, im Idealfall nächste Saison, und dann greifen wir wieder an.